geschärfte Mauern. Prunkvolle Räume. Eine stolze Vergangenheit. Stets umkämpft. Österreichs Burgen und Schlösser. Häuser mit Charakter. Entlang der Schlösserstraße im Südburgenland leben Menschen, die konsequent an der Zukunft der ehemaligen Herrschaftshäuser arbeiten. Ich hatte ja eine Vision, dass alles sanierbar ist. Auch wenn die Bauwerke in neuem Glanz erstrahlen, hat sich an ihrem Charme nichts verändert. Ja, man kann sich richtig vorstellen, wie früher hier die Ritter durchmarschiert sind. Leidenschaft belebt die Gemäuer. Ich musste das einfach füllen. Ich durfte dieses Schloss nicht verfallen lassen. Ein sommerlicher Morgen in der beschaulichen Gemeinde Rotenturm an der Pinka im Südburgenland. Im Herzen des Ortes wähnt man sich in einem Märchen. Hier steht Schloss Rotenturm, das vor nicht allzu langer Zeit aus dem Dornröschenschlaf geweckt wurde. Von der Wiener Familie Schinner. Mein Vater war an sich schon länger auf der Suche nach einem Objekt im Südburgenland, weil er das pannonische Klima so sehr liebt und schätzt. Weil es auch immer ein paar Grad wärmer ist. 2005 hat er dann meine Mutter und mir gesagt, komm, wir fahren jetzt nach Rotenturm. Ihr müsst euch vorstellen, da waren die Fenster zugemauert. Es war kein Tor, durch das man durchgehen konnte, sondern das war ein reiner Bretterverschlag. Meine Mutter hat wirklich gesagt, sag Heinz, was willst du da? Du ruinierst uns mit der Ruine. Allen Zweifeln zum Trotz ist der historische Prachtbau zur Herzensangelegenheit des Wiener Immobilienexperten Heinz Schinner geworden. Er hat Schloss Rotenturm 2008 als desaströse Ruine erworben, die als unsanierbar galt. Der Zustand hat mich eigentlich nicht sehr bewegt, mehr meine Frau, denn ich hatte ja eine Vision, dass alles sanierbar ist. Und ich habe immer ein Ziel und ich gebe nie auf, bevor das Ziel nicht erreicht ist. Zuvor hatte das Land Burgenland jahrzehntelang vergeblich auf einen seriösen Käufer gewartet, während der Verfall dem Bauwerk unaufhaltsam zusetzte. Wir haben hier im Vestibül drei Collagen montiert, weil kein Mensch glaubt, wie das ausgeschaut hat. Man sieht es. Es war keine Brüstung auf den Balkonen, auf den Terrassen. Es war das ganze Erdgeschoss zugemauert. Alle Fenster, alle Türen. Man sah überall nur Schutt. Es gab auch nicht einmal ein Muster einer Holztür. Das mussten wir alles nachempfinden. Man sieht auch hier die Kapelle und auch die eingestürzte Decke hier im Vestibül. Wurde alles wieder so restauriert und hergestellt, wie es der Baumeister Antal Weber geplant hatte. In knapp 8 Jahren hat Heinz Schinner die Gemäuer in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt revitalisiert. Ein Mammutprojekt, das eine tiefgreifende Spurensuche in den Originalplänen erforderte und eine penible Dokumentation des Ist-Zustandes, für die der Bauherr selbst keine Mühen gescheut hat. Ich hatte schon so viele Immobilien renoviert, sodass natürlich das eine ganz andere Herausforderung war. Und das hat mich natürlich schon begeistert. Ich bin jeden Mittwoch nach Rotenturm gefahren, habe meine Bauleute angewiesen, bin auf den Gerüsten herumgeklettert. Ich war ja in meiner Jugend Extrembergsteiger, nicht nur in Fels, sondern auch in Eis, alle Schwierigkeitsgrade. Die ganzen Maurer haben immer nur weggeschaut, wenn ich da irgendwo herumgekraxelt bin. Aber ich musste es, denn ich habe jede Fassade 80 bis 230 Mal fotografiert.
dass wir das wirklich rekonstruieren konnten. Und zwar, das war dann mein Ziel. Das hätte kein Architekt, das hätte kein Baumeister gemacht. Die Gemeinde Rotenturm hat es Heinz Schinner gedankt und ihn zum Ehrenbürger ernannt. Der kunstsinnige Unternehmer hat auch die Räumlichkeiten ganz in der Tradition jener Herrschaften ausgestattet, die dem Haus seine Glanzzeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschert haben. Das Schloss wurde 1860 bis 65 vom Adelsgeschlecht Erdödy errichtet. Sie haben das als ihren Hauptwohnsitz gehabt. 1924 hat der letzte Erdödy einen Brand ausgelöst und damit verfiel es in den letzten Jahrzehnten zur Ruine. Ich hatte mich bemüht, es nicht nur äußerlich zu renovieren, sondern auch so einzurichten, dass es eines Schlosses würdig ist. Die Liebe zu Antiquitäten begleitet den Schlossherrn schon sein ganzes Leben lang. Jedes Detail der Innenausstattung, jedes Stück scheint einer Bestimmung zu folgen und steht dabei ganz im Dienste des Gesamtbildes. Heinz Schinner ist ihr Arrangeur. Bei allem Hang zum Perfektionismus ist er stets verspielt geblieben. Schloss Rotenturm dient heute als Privatresidenz der Familie. Tochter Konstanze ist Eventmanagerin und hat hier eine unerschöpfliche Wirkungsstätte gefunden. Wir befinden uns nun in der Schlosskapelle von Rotenturm. Hier finden wunderschöne Hochzeiten statt. Ursprünglich hat die Familie Erdödy das als reine Privatkapelle verwendet. Und jetzt hat schon so mancher schöne Hochzeitskuss hier stattgefunden. Und es werden auch immer mehr. Als wir das Schloss übernommen haben, war die Kapelle auch in einem desaströsen Zustand. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die Böden, die Wände. Es war nichts mehr vorhanden. Also es war bis auf den Grund heruntergekommen. Die Tauben sind durchgeflogen. Jetzt sind es nur mehr die Hochzeitstauben, die wir hier flattern lassen. Und für unsere Hochzeitspaare haben wir auch eine schöne Kapellenglocke. Von der Kapelle aus betritt man dann das Vestibül. Das ist die prunkvolle Vorhalle. Hier ist auch der einzig noch erhaltene Originalboden, der auch das wunderschöne Wappen der Familie Erdödy trägt. Auch diese Türen waren alle nicht mehr vorhanden, sondern wurden in Kleinstarbeit wieder so nachgebildet, wie sie früher waren. Der Festsaal bietet Platz für 130 Personen. Wir haben hier schon herrliche Konzerte abgehalten. Und das Herzstück ist natürlich bei unseren Hochzeiten hier zu tafeln. Das Leben. Ein königliches Fest auf Schloss Rotenturm. Eine neue Epoche für das Haus ist angebrochen. Konstanze Schinner fühlt sich in ihrer noch jungen Rolle als Prinzessin sichtlich wohl. In der Familie gibt es eine lustige Geschichte. Mein Vater hat mir ein Puppenhaus gebaut. Dann hat er mir eine Dachgeschosswohnung ausgebaut, als ich begonnen habe zu studieren. Und jetzt hat er mir ein Schloss saniert. Und jetzt wohne ich hier und arbeite. Für mich ist es tatsächlich wirklich mehr der Arbeitsplatz. Aber wenn ich in die Augen meiner Tochter schaue, dann sehe ich, was es für ein Paradies ist. Schon jetzt steht fest, die Familie hat sich in das Geschichtsbuch der südburgenländischen Monumentalbauten eingeschrieben. Unweit von Rotenturm befindet sich für viele das Wahrzeichen des Südburgenlandes, Burg Güssing. Die 1157 auf einem erloschenen Vulkankegel errichtete Burg ist heute der Arbeitsplatz von Gilbert Lang. Er lenkt die Geschicke der Burg im Auftrag des Landes, das gemeinsam mit der Familienstiftung des bedeutenden ungarischen Adelsgeschlechts
Batthyány die Zukunft der Anlage sichert. Morgen, grüß euch. Morgen. Alles in Ordnung? Super. So, Wochenendprogramm, die Führungen. Sonntag kamen. Wie viele Führungen haben wir? Kamen? Drei Führungen. Ja. Rosenplatz, bist du an der Kasse da an der Wahl? Ich bin Kasse. Okay, teilt ihr drei das euch ein? Ja. Okay, super. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, das Erbe jener Familie Batthyány zu verwalten, die die Geschichte des Südburgenlandes und damit auch die von Burg Güssing wesentlich bestimmt hat. Die Burg Güssing hat ja viele Besitzer, angefangen von den Güssinger Grafen, Iwan der Mächtige ist uns ein Begriff, oder Che von Lever oder auch das mächtige Geschlecht der Uilagi bis Jenermann, Franz Batthyány, gemeinsam mit seinem Neffen Christoph 1524 mit der Burg Güssing belehnt wurde. Das heißt, Franz Batthyány hat als Besitzer die Burg Güssing übernommen. Er war nämlich ein Kämpfer gegen den Osten, ein Bollwerk gegen die Türken. Und zur Dankbarkeit hat er dann die Burg übertragen bekommen zum Ausbau und zum Bollwerk gegen den Osten. Und er hat das dann auch getan und hat dann die Burg zu einer Festung ausgebaut. Und die Burg wurde nie eingenommen. In der Stadt Güssing, am Fuße der Burg, befindet sich die Familiengruft der Batthyánys. Sie erstreckt sich unter der Kirche des Franziskanerklosters. Das ist die Gründerkapelle der Batthyánischen Fürstengruft. Hier ist der Sarkophag des Adam Batthyány, der 1630 wieder katholisch geworden ist mit 20 Jahren. Er hat die ganze Gruft hier eingerichtet, die Kirche gebaut, das Franziskanerkloster. Seine Frau Aurora, die war um 3 Jahre jünger, vielleicht deren wegen er katholisch geworden ist, dass sie gesagt hat, ich heirate nur, wenn du katholisch wirst. Mit 17 Jahren hat er sie geheiratet, sie ist mit 40 gestorben. Und sie war die erste in dieser Fürstengruft Bestattete. Hier haben wir schön das Wappen der Batthyány. Man sieht den Pelikan, die Höhle mit dem Löwen und dem Säbel im Maul, das Wasser davor. In der griechischen Mythologie hat man angenommen, der Pelikan reißt sich sein Herz auf, mit dem Herzblut ernährt er seinen Nachwuchs. Sie haben ganz bewusst dieses Wappen genommen. Sie opfern sich auf für ihre Untertanen bis zum letzten Blutstropfen, eben aus der Kraft des Löwen, aus der Stärke heraus. Neben der berühmten Kaisergruft in Wien ist die Begräbnisstätte der Batthyánys die größte Familiengruft Österreichs. Und hier ist unser wertvollstes Stück. Der erste gefürstete Batthyány, der Karoli oder Karl Josef. Und er hat den gleichen Sarkophag vom gleichen Künstler wie Kaiserin Maria Theresia mit ihrem Mann. Wie kommt er dazu? Das hängt mit seiner Mutter zusammen, die neben ihm liegt. Nach dem Tod seines Vaters war sie gut mit dem Prinz zu Eugen von Savoyen und hat auch ihren Sohn dort beim österreichischen Heer untergebracht und der hat dort Karriere gemacht. So ist er auch mit dem Kaiserhaus in Verbindung gekommen und Maria Therese hat ihm zum Erzieher ihre Kinder gemacht, besonders ihres Nachfolgers des Josef II. Die letzte Ruhestätte des 2003 seliggesprochenen Ladislaus Batthyány Stratmann, Zeit seines Lebens ein Arzt der Armen, hat die Franziskanerkirche in Güssing insbesondere für Menschen aus Ungarn zu einer Pilgerstätte gemacht. Die Vergangenheit ehren. Eine zentrale Motivation auf Burg Güssing. Dazu gehört auch, sie Kinder spielerisch erkunden zu lassen. Einmal zum Ritter werden. Einmal ein Burgfräulein sein.
In die Rolle des Zeremonienmeisters schlüpft dabei Gilbert Lang. Von weit her seid ihr gekommen und habt den Güssinger Burgberg erklommen. Und ab heute könnt ihr allen sagen, hiermit werdet ihr zum Ritter geschlagen. Honja? Aurelia. Aurelia. Und diesen Tag, den sollt ihr nie vergessen, denn jetzt geht's auf zum Ritteressen. Schon das Leben des ritterlichen Nachwuchses ist beschwerlich und von strenger Etikette geprägt. Dementsprechend groß ist auch der Hunger. Festlich gedeckt ist indes auch das Burgrestaurant. Bevor hier diniert wird, gilt es noch Ja zu sagen. Und es ist der Burgadministrator selbst, der die Verliebten in den Hafen der Ehe führt. Romantischer Alltag im Sommer auf Burg Güssing. Wenn der Herbst seine Nebelschwaden über das Land legt, sind die arbeitsintensiven Tage bei den Güssinger Teichen angebrochen. Sie zählen zu den größten Teichen in ganz Österreich und wurden vor über 100 Jahren von der Herrschaft Bartjani zur Fischzucht angelegt. Jetzt ist die Zeit des Abfischens und des Aussortierens der zahlreichen Arten, die hier gezüchtet werden. Es sind vor allem Karpfen, Zander, Hechte und Welse, die nun prächtig gereift sind. Der Burgadministrator erkundigt sich nach dem heurigen Ertrag. Die Fische sind schließlich unverzichtbar im Angebot des Burgrestaurants. Überhaupt gehören sie zum kulinarischen Erbe des Südburgenlandes. Nicht wegzudenken ist auch das alljährliche Sommertheater unter der Leitung des ehemaligen Burgschauspielers Frank Hoffmann. Als Regisseur lässt er sein Ensemble zur Höchstform auflaufen. Ich bin 1998 gefragt worden, ob ich, damals habe ich in Kobersdorf inszeniert, ich glaube, es war der Sommernachtstraum, und ich bin gefragt worden, ob ich nicht mir das auch in Güssing vorstellen könnte. Aber damals habe ich gedacht, ein Burgschauspieler auf der Burg in Güssing, was, nicht? Blödsinn. Das sind großartige Leute, die hier spielen. Das sind mittlerweile, ich verwahre mich immer dagegen, dass sie als Laien qualifiziert werden. Das sind Amateure. Das heißt aber, das sind Leute mit großen Qualitäten, die aber weit über das Laienstadium hinaus sind. Das Programm an Freiluftfestspielen ist im Burgenland dicht wie kaum sonst wo in Österreich. Bitte, bitte, wie Sie wollen. Sie können beruhigt sein. Ich werde kein Wort mehr darüber verlieren. Ich bedauere, dass ich überhaupt davon angefangen habe. Das Burgenland ist das einzige Bundesland, das kein eigenes Landestheater hat. Nicht? Also, deshalb sind die Kulturveranstaltungen hauptsächlich auf den Sommer beschränkt im Burgenland. Und nämlich ebenso vom Schauspiel her, wie auch von der Oper, wie von der Operette her. Ja, ich würde dir die Sache ja gerne ab. Der Güssinger Kultursommer ist nur ein Fixpunkt im kulturellen Reigen der Burgen und Schlösser des Landes. Viel rascher vorankommen. Da hast du recht. Geld geschafft, den Mann gefallen. Ein weiterer Fixpunkt ist das Opernfestival Jopara auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach. Der international renommierte Opernsänger Dietmar Kerschbaum, dessen Wurzeln hier in der Abgeschiedenheit des Dreiländerecks Österreich, Ungarn, Slowenien liegen, hat es ins Leben gerufen. Es war ein verwunschenes Schlösschen. Ich bin als Kind sehr oft hergekommen und es war ein verfallenes Schlösschen, wo Bäume, wo Gewächse in diesem Schloss herausgeragt sind. Und es war einfach ein magischer Ort.
Und dadurch ich sehr viel unterwegs war, dachte ich, es muss irgendetwas in meiner Heimat passieren, einen kulturellen Schwerpunkt setzen. Und das war so die Grundintention. Und ich habe in diesem Innenhof begonnen, ein paar Töne zu singen. Und das war eine unglaublich schöne Akustik. Und in dieser Akustik hat mir gedacht, das ist etwas Unglaubliches. Musik, die bewegt, die alle Sprachen spricht, die alle Grenzen durchbricht und direkt in die Seele kommt. Das passt einfach hierher in dieses Schloss. Das ist ein Kraftboden gewesen. Und so haben wir begonnen mit einer konzertanten Zauberflöte. Und da waren noch Stühle aufgestellt, da waren noch Bäume in der Mitte, da musste man noch wegschneiden, damit man überhaupt Platz gefunden hat. Der gut einsehbare Orchestergraben ist wohl einzigartig. Sowohl für das Publikum als auch für die Musiker. Wir arbeiten hier mit Naturklängen, also keine Verstärkung in dem Sinne. Und diese Reflexion dieser Arkaden, wie wenn man es damals im 15. Jahrhundert geahnt hätte, reflektiert mit diesen unglaublichen Stimmen hinaus und verzaubert Tausende der Besucher. Auf Schloss Tabor unterhalten wahre Stars der Opernwelt ihr Publikum. So auch Kammersängerin Brigitte Fassbender. Es ist eine sehr inspirierende Atmosphäre in diesem Schloss. Hier ergänzen sich dieses herrliche Ambiente mit dieser Natur drumherum und dazu die Musik. Also das ist eine perfekte Einheit. Intendant Dietmar Kerschbaum hat die ehemalige Sopranistin Alexandra Rieger nach Neuhaus am Klausenbach gelotst, wo sie nicht nur für den reibungslosen Ablauf des Festivals verantwortlich ist, sondern generell für die Verwaltung des Schlosses Tabor, dessen Geschichte sie längst verinnerlicht hat. Es war natürlich am Anfang eine Wehranlage, wie fast alle Burgen und Schlösser hier in der Gegend, und hat dann aber hauptsächlich als Adelsgut gedient. Das war ja auch nicht Schloss Tabor, sondern hat sogar auch Taborschlösschen geheißen. Es ist ja ein sehr kleines Schloss, eigentlich ein größerer Gutshof, und hat auch sehr lange der Grafenlinie Batthyány gedient, den Gutsherren, den Gutsbesitzern, aber natürlich auch manchen Adeligen, die hier gewohnt haben. Das sind die Räumlichkeiten, die ehemaligen Wohnräumlichkeiten, vor allem der Familie Batthyány, die hier jahrhundertelang gelebt hat. Die Geschichte des Hauses wurde wesentlich beeinflusst durch diese Familie. Heutzutage haben wir hier die Kostümwerkstätten, auch die Kostüme. Die Künstler sind hier, unsere Maskenbildner arbeiten hier während der Opernzeit. Und im ganzen Jahr versuchen wir mit einer historischen Ausstellung nun der Bevölkerung, aber auch Gästen näher zu bringen, wie dieses Haus geprägt worden ist und eben die Familie Batthyány, die ja für ganz Burgenland sehr wesentlich war als Adelsfamilie, hat hier jahrhundertelang gewohnt. Und die einzige Nutzung hat sich ergeben durch die Burg Dobra, die Burg Neuhaus, die hier ganz in der Nähe ist. Und es war ein Ersatz. Die Burg Dobra ist dann zur Ruine geworden und hier hat dann Schloss Tabor natürlich seine Blütezeit erfahren. Alexandra Rieger ist, wie viele Künstlerinnen vor ihr, zur Südburgenländerin geworden. Mit Leib und Seele. Ich liebe auch sehr die Einsamkeit. Also manchmal hier macht es mir wahnsinnig Spaß, wenn ich am Abend noch hier arbeite und es ist niemand mehr im Schloss. Irgendwie dieses Gefühl ist fantastisch. Andererseits natürlich liebe ich, wenn hier Trubel ist im Sommer, wenn die Oper im Grünen hier stattfindet und zigtausende Leute hierher kommen und das Ambiente genießen. Das ist natürlich die zweite Seite. Also einfach die Atmosphäre, das Ambiente und auch diese intakte Natur rund ums Schloss, das begeistert mich am meisten. Der Weinhang von Schloss Tabor liefert Trauben für den sogenannten Uhudler, jenen berühmt-berüchtigten Wein aus Direktträgersorten, der infolge des Reblausbefalls in Österreich am Ende des 19. Jahrhunderts seine Urstände feierte. Ab 1936 war der Anbau dieses Hybridweins jahrzehntelang verboten. Heute darf er nur im Südburgenland kultiviert werden. Nicht nur die Betriebsleiterin von Schloss Tabor hat den Uhudler kennen und lieben gelernt.
Und das Lustige ist, dass unsere Sänger, die im Sommer zur Oper kommen, das hat sie mittlerweile in Europa schon rumgesprochen, die kommen alle teilweise auch aus Norddeutschland oder egal woher, wir sie engagieren, immer mit dem Auto und fahren meistens dann schwerst bepackt wieder ab. Und die lieben das, weil den gibt es halt nur hier. Und ich glaube, jeder, der das einmal trinkt, ist dem auch verfallen. Der im Volksmund als Heckenkläscher oder Rabiatperle verschriene Wein gilt heute als edler Tropfen. So, heute verkaufen wir das mal, was wir letztens gelesen haben. Ist noch der Jahrgang 2018. Das, was wir jetzt gelesen haben, das dauert noch ein bisschen, bis das vergoren ist und verarbeitet ist. Und in einem halben Jahr können wir dann, so wie da jetzt, den neuen Jahrgang verkaufen. Und meinst du, wird der heurige genauso gut wie der vorige war? Ich denke schon, das Traummaterial war dementsprechend. Und da muss auch was Gutes rauskommen dabei. Schauen wir mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Scheint duftig, bärig. Wie ein Urlaub sein muss. Schmeckt super. Wie bei kaum einer anderen Burg im Südosten Österreichs zeugt das Erscheinungsbild von Burg Schleining von ihrer ursprünglichen Bestimmung als Wehranlage. Für Werner Glösel aus Stadt Schleining ist sie im Lauf seines Lebens vom Spiel zum Arbeitsplatz geworden. Ist er doch heute für die Verwaltung der Burg zuständig. Schon in meiner Kindheitszeit sind wir in der Burg Schleining einmal drum gereut. Das heißt, wir haben die Burg, den Burggraben erobert, wir sind in den Burghof geraten. Damals haben wir ein kleines Loch im Weinkeller gehabt, wo wir reingekraxelt sind. Dort sind wir dann irgendwie über Stufen aufgekommen in den Burghof und haben sich dort quasi wirklich alles angeschaut. Das heißt, wir sind überall immer dummgereiht und dummgeraxelt und haben so die geheimnisvolle Gänge und Räume der Burg Schleining kennengelernt. Hoch oben auf der Aussichtswarte des Burgturms werden bis heute künftige Jugenderinnerungen in Stein gemeißelt. Seit 1980 ist Burg Schleining im Besitz des Landes Burgenland. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie im 13. Jahrhundert. Der imposante Burggraben zeugt davon, wie sich die Natur die Spuren der Vergangenheit zu eigen macht. Diese ehemalige Wehrburg war jahrhundertelang Eigentum der Familie Badjani. Ihr Wappen ziert noch heute die Burgkapelle. Die Burg für den Teufel, die Stadt für die Welt und das Kloster für sein Himmelreich, lautete der Leitspruch des Freiherrn Andreas Baumkircher, dem zweifelsohne legendärsten Besitzer von Burg Schleining, noch vor der Zeit der Badjanis. Dieser Andreas Baumkircher hat nicht nur die Burg ausgebaut, sondern hat auch die Herrschaft vergrößert. Und er war immer in Konflikt zwischen dem ungarischen König Matthias Corvinus und dem Kaiser Friedrich III., wo er nicht immer gewusst hatte, wohin er sich wenden soll. Das heißt, es kam 1469 zur großen Baumkircher-Fehde, wo er sich mit den Adeligen in der Region zusammengetan hat und diesen Aufstand eben provoziert hat gegen den Kaiser. Dies nahm der Kaiser zum Anlass, dass er in seiner Ausrede nach Graz geholt hat. Diese Ausrede fand 1471 statt und für diese Aussprache hat er ihm freies Geleit zugesagt und gemeint, er kann bis zum Vesperläuten die Stadt verlassen durch eine List. Kam es aber nicht dazu, nämlich der Kaiser ließ die Uhr eine Stunde nach vordrehen. Das heißt, die Glocken läuteten eine Stunde früher und so wurde Baumkircher gefangen genommen und beim Murtor dann enthauptet. Heute
Heute ist Burg Schleining ein Ort des Friedens. Ist jedoch Sitz des österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung, das hier internationale Kongresse und Konferenzen veranstaltet. Zur Zeit des Eisernen Vorhangs war die Grenzlage des Burgenlandes wesentlich für die Motivation zur Gründung des Friedenszentrums, betont dessen Direktorin Gudrun Kramer. Die Gründung dieses Instituts haben wir Dr. Gerald Mader zu verdanken. Gerald Mader war Landesrat für Kultur im Burgenland, war aber auch ein großer Visionär und ein Pazifist. Und so wie er selbst sagt, ist ihm eigentlich diese Idee, ein Friedensinstitut zu gründen, nicht vom Himmel in den Schoß gefallen, sondern es war ihm ein Anliegen, in Zeiten des Kalten Kriegs hier einen Beitrag zu leisten zu einem globalen Weltfrieden. Von daher war er wirklich ein Visionär. Im Geiste der Friedensaktivisten werden Schulklassen aus ganz Österreich zu Projektwochen geladen, bei denen sie Konfliktlösungsstrategien für den Alltag im Klassenzimmer erlernen sollen. Es ist uns sehr wichtig, dass man schon in so einem Kinderalter beginnt mit dieser Arbeit, weil Konflikte ist etwas, das uns das ganze Leben lang beschäftigt und wir lernen einfach nicht, wie man damit gut umgehen kann. Von daher ist es wichtig, dass man das schon in der Volksschule lernt, sogar im Kindergarten, und dass praktisch eine konstruktive Konfliktlösung so normal wird wie das tägliche Zähneputzen. Es geht darum, auf spielerische Art und Weise gemeinsam neue Wege zu beschreiten, um als Kollektiv zu wachsen. Los geht's! Aber passt auf! So ist aus der Burg ein Ort des Miteinanders geworden. Und gerade der Baumkreis in ihrem Zentrum ist für viele ein ehrwürdiger Platz, der symbolisch genau dafür steht. Damals wie heute. Die 5 Kastanienbäume mitten im Burghof der Burg wurden anlässlich der Krönung von Kaiserin Elisabeth zur Königin von Ungarn hier mitten im Burghof gepflanzt. Und es ist für uns immer ein Kraftplatz, ein Ort der Stärke hier mitten im Burghof, wenn sich die Leute hier einfinden. Und es ist der Platz hier auf der Burg Schleining. Von Schleining im kleinen Burgenland aus blickt man in die Zukunft der internationalen Gemeinschaft. Zu einer Reise in die finstere Vergangenheit lädt Burg Lockenhaus ein. Sie thront über dem Fluss Günz. Die Ritterburg ist Spielplatz für Alexander Gartler, der seine Freizeit voll und ganz dem mittelalterlichen Leben verschrieben hat. Im Mittelalter habe ich mir den Namen Grimbert Speismeister ausgesucht. Das heute sind mittelalterliche Namen, die haben wir von alten Dokumenten und Namenslisten zusammengesucht, wo halt unser ganzer Verein sich halt seinen, also die jeweiligen Namen halt ausgesucht hat. Die meisten Leute bezeichnen mich trotzdem halt eben als Oger, so wie der Shrek aus den Zeichentrickfilmen. Aber ein Oger ist eigentlich aus einem französischen Märchen. Seine alte Sagengestalt ist ein großer, kräftiger Unhold und Menschenfresser, der im Wald wohnt. Und das hat sich als Spitzname halt irgendwie ergeben. Bogen hoch, ziehen und los. Sehr gut. Der Oger auf Burg Lockenhaus hat schon manche Schüler gefunden, die er in den Wettkampftechniken des Mittelalters unterweist.
Gut, Kinder, hier haben wir jetzt das Wurfaxtwerfen. Das hat man früher im Mittelalter als sportliche Betätigung gemacht. Ja. Da haben wir da drüben eine Wurfaxtscheibe. Wir haben hier drei von diesen schweren Wurfäxten. Und mit denen kannst du einfach werfen. Da stellst du dich mit dem linken Bein nach vorne hin. Und dann wirfst du einfach aus der Schulter, wirfst du die einfach, okay? Einfach schön gerade werfen. Bei allem Spaß, den die Zeitreise mit sich bringt, sind es doch gerade die Schattenseiten jener Epoche, die einen beträchtlichen Teil ihres Reizes ausmachen. Jeder stellt sich immer vor, ah, ich lebe auf einem Schloss, auf einer Burg, ich bin ein Ritter, ein König, eine Prinzessin, was auch immer. Aber in Wahrheit, selbst damals wären wir in den allermeisten Fällen irgendwelche armen Bauern wahrscheinlich gewesen oder irgendein Knecht, der auf der Burg lebt, der sich ein Bett, ein Zimmer und eine Decke im Winter teilt mit 4, 5 anderen Knechten, damit man zusammengeknuddelt im Winter nicht erfriert. Es braucht eine Kämpfernatur, auch wenn man dem Mittelalter nur als Hobby frönt. Und ein starker Magen ist für einen möchtegern Ritter ebenso von Vorteil. Die Völlerei der Rittersleute ist heute wesentlich bekömmlicher, als sie das einst war. Deftig ist sie allemal geblieben. Jetzt haben wir ja Friedenfacht vergessen. Ein lautes Auf! Auf! Ehefrau! Die um das Jahr 1200 erbaute Burg Lockenhaus beherbergt heute ein Hotel und ist Schauplatz verschiedenster Veranstaltungen, die das steinerne Ambiente des Hauses nutzen. Ein Bubentraum in Erfüllung gegangen ist für Manuel Komosny, der das Treiben hier dirigiert. Ja, ich glaube, so wie die meisten Kinder waren natürlich Ritter und Burgen und Schlösser immer eine große Faszination für mich. Deshalb auch, wie ich dann gesehen habe, dass deine Position frei ist und sich die Möglichkeit geboten hat, dass ich hier auf der Burg Lockenhaus arbeite, war das natürlich toll. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es dann auch geklappt hat. Rund um die Geschichte von Burg Lockenhaus ranken sich zahlreiche Legenden und Rätsel. Ungeklärt ist etwa die Frage, ob sie eine Ordensburg der Tempelritter war. Manuel Komosny zelebriert bei seinen Führungen durch die Gemäuer diese Mythen. Das hier ist einer der speziellsten Räume der Burg Lockenhaus. Es ist der Kultraum, der den Templern zugeschrieben wird. Einerseits aufgrund dieses Tabernakelsteines, der hat hinten eine Ausnehmung und dort hat man etwas Heiliges, etwas Wichtiges reingestellt, um dann eben in dem Raum ins Gebet zu gehen. Andererseits war hier die einzige Öffnung, der einzige Ein- und Ausgang und man hat es auch verwendet, um über diese Wasserschale die Gestirne zu beobachten. Und damit hat man dann den Raum mit dem Wissen über die Astronomie und über die Himmelsrichtungen wie einen Kalender benutzen können. Der Raum wird den Templern noch deshalb zugeschrieben, weil er eben mit sehr schön geschlagenen Steinen gebaut worden ist. Anders als der Rest der Burg, aus Bruchgestein wurde der gebaut. Und deshalb sagt man auch, dass im 13. Jahrhundert schon wesentlich reichere Herrschaften hier die Besitzer waren. Und noch ein Indiz, dass die Templer mal bei uns waren, ist auch, dass es genau den gleichen Raum, exakt den gleichen Raum in der größten syrischen Templerburg gibt. Einige Forscher sehen in dem Kultraum jedoch die ehemalige Zisterne der Anlage. Die Erforschung der gesamten Bausubstanz von Burg Lockenhaus ist bis heute unvollständig geblieben. Hier befinden wir uns im ältesten Teil der Burg, dem oberen Burghof, mit dem Bergfried im Hintergrund, der 1200 angefangen worden ist zu bauen, 1241 die erste urkundliche Erwähnung. Wir sehen hier auf der äußeren Seite des Palasts, das war hier der Wohnraum, da sehen wir ganz alte Teile noch der Fassade, die haben wir eben bewahren können, hinterfüllt mit Restauratoren. Und dann schauen wir rüber zum Burgbrunnen.
Der war ganz wichtig, ganz entscheidend. Es war wichtig, Zugang zu frischem Wasser innerhalb der Burgfestung zu haben, gerade in Zeiten von Belagerungen. Der Brunnen war 115 Meter tief, ist wirklich bis zum Grundwasser gegangen. Muss man sich vorstellen, vor vielen hunderten Jahren so einen tiefen Brunnen zu graben und zu befestigen. Und laut Legende führte auch ein Geheimweg aus dem Brunnen ins Freie, außerhalb der Festung, um Botschaften zu überbringen oder auch Vorräte nachzuholen. Vieles auf Burg Lockenhaus liegt also im Verborgenen und ist doch quietschlebendig. So auch die größte Wimperfledermauskolonie Mitteleuropas, die jeden Frühling das Dachgeschoss der äußeren Burg besiedelt. Eine Burgherrin von Lockenhaus erlangte zweifelhaften Ruhm, die sogenannte Blutgräfin. Für das blutigste Kapitel der Burg Lockenhaus war Elisabeth Báthory verantwortlich. Sie ist bis heute noch die größte Serienmörderin aller Zeiten, steht damit auch im Guinness-Buch der Rekorde. Die Familie Báthory war ein unglaublich reiches Adelsgeschlecht aus den Siebenbürgen. Und sie war verheiratet mit Franz Nádasdy, selber ein reiches ungarisches Adelsgeschlecht. Und man sagt danach, dass sie nach seinem Tod begonnen hat, junge Damen, ihre Zofen und Dienstmägde zu foltern, bis in den Tod zu foltern, auf grausigste Art und Weise. Man sagt danach, 650 dieser jungen Damen so umgebracht zu haben. Auch die Legende sagt es auch, dass sie im Blut dieser Opfer gebadet hat und ganz viele andere furchtbare Dinge. Am Schluss hat dann doch die Gerechtigkeit gesiegt. Sie hat einen Gerichtsprozess bekommen, bei dem sie leider nicht zum Tode verurteilt worden ist, was ihr ja durchaus gebührt hätte, sondern sie ist verbannt worden, schachtet sie auf eine Burg, auf eine eigene Burg und ist dann dort eingesperrt im Alter von 54 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Ikonen des Schreckens herrschen auch heute noch über Lockenhaus. Jahr für Jahr im Herbst verwandeln sich die Mitglieder einer Theatergruppe in bleiche Untote. Noch ist es Zeit, bevor sie durch die Gemäuer wandeln. Dann aber, wenn der Vollmond über der Burg steht, haben sie ihren Auftritt. Und sie haben ihren Meister mitgebracht. Graf Dracula. Ich wünsche sehr, die Adaption von Bram Stokers Roman ist ein einzigartiges Theaterspektakel, bei dem das ganze Haus zur Bühne wird. Eros, Besessenheit und Erlösung sind die zentralen Motive. Bis hin zum flammenden Finale am Fuße der Burg. Wenn sich am nächsten Morgen der Spuk im Nebel über der Günz verflüchtigt hat, kehrt sie wieder zurück. Jene märchenhafte Idylle, die der Schlösserstraße im Südburgenland ihren Charakter verleiht.